Hallo, auf der Fotokina bin ich ein bisschen durch die Gegend gewandert und habe für euch mal wieder so Kleinigkeiten rausgesucht, die so jenseits der ganzen großen Pressekonferenzen sind. Und ein Stand ist mir ins Auge gefallen und das ist der hier von der Firma Cozy Speed. Und was mir wirklich richtig ins Auge gefallen ist, ich weiß, ich wiederhole mich da, ist die Aussage, schnellste Kameratasche der Welt. Da musste ich natürlich mal nachfragen und schauen, ob das jetzt stimmt. Und dann wurde mir dieses Produkt hier gezeigt und nach einem kleinen Gespräch mit den Gründern und Mitarbeitern ist klar, ja, es könnte tatsächlich die schnellste Kameratasche sein. Aber was mir am besten an dem Produkt gefällt, ist es tatsächlich in vielen Details gut durchdacht. Also, das ist jetzt keine Kameratasche, die den Zweck hat, dass ihr super viele Sachen mitnehmt. Das ist überhaupt nicht die Idee dahinter, sondern es ist eine spezialisierte Tasche, die ihr benutzen könnt auf Reisen, bei Städtetouren oder eben auch vielleicht als Hochzeitsfotograf in der speziellen Anforderung, dass ihr in einer genau geplanten Umgebung eine Kamera dabei habt oder dass ihr sie einfach nur als Objektivtasche benutzen könnt. So, was ist jetzt die Besonderheit der Tasche? Sie wird irgendwie nicht über die Schulter getragen, wie man das sonst irgendwie kennt. Natürlich könnt ihr das theoretisch auch machen, die mal spontan wie so ein Messenger tragen, aber die eigentliche Idee ist eben, dass ihr sie euch umschnallt und dann eben seitlich am Körper tragt. Ich mache sie jetzt mal nicht dran, damit ich sie euch weiter besser zeigen kann. Vom Verschluss her funktioniert das Ganze so, dass das ziemlich sicher ist. Das heißt, es ist eine dreifache Sicherung. Das heißt, das alleine Lösen hier funktioniert nicht, sondern es gibt hier noch einen kleinen zusätzlichen Nupsel, den ich drücken muss, um dann letztendlich das Ganze zu öffnen. Ist auch leicht verstellbar über einen relativ langen Velcro. Das heißt, es bammelt da auch nichts rum, sondern ihr habt das wirklich immer zuverlässig und stabil am Körper. Wie funktioniert das jetzt mit dem Verschluss? Hier ist sie jetzt schon halb offen. An dieser Stelle hier gibt es diese kleine Fahne und ich halte mir das jetzt auch mal seitlich an den Körper, damit ihr es besser sehen könnt. Diese kleine Fahne ist eine zusätzliche Sicherung, die macht ihr ab und dann könnt ihr im Prinzip mit einem Daumen das hier zur Seite drücken. Ups, könnt das zur Seite drücken und dann geht die Tasche auf und ihr könnt reingreifen und euch eure Kamera schnappen. Zu geht das Ganze auch wieder relativ einfach. Ihr könnt es einfach zufallen lassen. In den meisten Fällen ist der Verschluss dann auch schon zu, so wie jetzt hier. Und durch einfaches Zerren nach oben geht er auch nicht auf. Es gibt im Prinzip wirklich nur eine Möglichkeit, diese Tasche aufzumachen und das ist einfach hier ganz locker mit dem Daumen zur Seite zu schieben. Also an der Stelle auch einfach ein cooler Verschluss, den man hier für diese Tasche gefunden hat. Auf der linken und rechten Seite gibt es die obligatorischen ganz einfachen Reißverschlusstaschen, wo man zusätzliche Akkus und so weiter dann unterbringen kann. Und auch im Innenraum gibt es noch ein paar Fächer für SD-Karten und so weiter. Auf der Rückseite hier haben wir die Möglichkeit, einfach unser Geld unterzubringen. Gerade auf Reisen auch eine coole Stelle, die leicht zugänglich ist, aber eben auch nicht so leicht geklaut werden kann wie hinten das Portemonnaie in der Tasche. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, auch hier noch ein kleines Fach für ein bisschen, es ist in dem Fall kein Fach, sondern einfach eine Möglichkeit, noch irgendwas zusätzlich zu befestigen. Davon haben wir aber noch mehr an der Tasche. Es gibt nämlich dann auch hier noch Befestigungspunkte, um zum Beispiel Stativ mit einem Karabiner festzumachen oder Ähnliches. Wenn es mal richtig regnet oder wenn es erstmal nur leicht regnet, durch die ganze Form hier kommt Wasser nicht so leicht rein. Wenn es dann aber richtig plästern sollte, gibt es halt bei der Outdoor-Version zumindest auch noch ein richtiges Regencover, was man dann darüber ziehen kann. Völlig logisch, der leichte Zugriff ist dann natürlich nicht mehr gegeben, aber wenn es eh regnet in Strömen, lasst ihr wahrscheinlich die Kamera sowieso lieber in eurer Tasche. Ja. Ich finde es ein richtig rundum gut gelungenes Produkt. Wir haben das hier in sehr, sehr auffälligen Farben. Einmal für die ganzen Outdoor-Leute, die auch richtig gesehen werden wollen. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch in komplett schwarzen Klamotten wandern gehen. Wenn ihr in die Schlucht fallt, werdet ihr aufgrund der Kameratasche immer noch gefunden. Aber wenn ihr es ein ganz klein bisschen seriöser haben wollt, gibt es auch Modelle in einer Lederoptik, in Dunkel, also gerade für die Hochzeitsfotografen vielleicht eine ganz gute Sache. Bevor ich es vergesse, ist es natürlich nicht mit der Tasche getan, sondern man war auch nicht faul bei Cozy Speed, sondern hat ein bisschen weiterentwickelt. Und so gibt es einen ganzen Haufen von Zubehörteilen. Also zum Beispiel solche kleinen Taschen einfach für noch ein bisschen Geld, Kreditkarten oder halt eben auch SD-Karten, die man sich einfach noch mit an den Gürtel dran machen kann. Es gibt Zubehörtaschen, wenn man richtig viel Zubehör braucht, so wie das hier. Es gibt eine Tasche, in die ihr eine Powerbank packen könnt, zusammen mit eurem Handy. Und kommt jetzt auch noch demnächst, gibt es die Möglichkeit, auch noch eine extra Objektivtasche zu nehmen und sich eben auch da dran zu machen. Das alles könnt ihr euch hier auf dem Stand angucken. Und wenn ihr Bock habt, die Produkte zu kaufen, gibt es hier auch im Moment einen Rabatt noch bis zum Ende der Messe von 25%. Kann sich also durchaus lohnen, wenn euch das Produkt überzeugt, auch gleich hier auf der Messe mal vorbeizuschauen.